Es ist furchtbar. Man hat das tagelang und muss dann auf einen neuen Termin bei dem Kieferorthopäden warten, ehe das wieder... Was darf man noch nicht essen? Karamell, genau. Karamell darf man nicht essen. Ich liebe Süßigkeiten. Hey und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Wie wahrscheinlich die meisten von euch habe ich im Moment eine Zahnspange. Beziehungsweise vielleicht hattet ihr auch schon eine Zahnspange. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte auch vorher eine Zahnspange. Jetzt habe ich nochmal eine Zahnspange, womit wir auch schon mit dem ersten Problem eigentlich direkt anfangen könnten. Aber ich wollte euch noch ganz kurz sagen, ihr könnt mich gerne abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt, dann klickt auf den Abonnieren-Button. Dann verpasst ihr keines mehr meiner Videos, was mich wirklich sehr freuen würde. Ich lade zweimal in der Woche ein Video hoch und würde mich freuen, wenn ihr auch mit dabei sein würdet. Ich habe ja Problem Nummer 1 gerade schon mal angesprochen. Man muss sich unfassbar abhängig machen von einem Kieferorthopäden. Ich war bei einem Kieferorthopäden davor, der war im Nachhinein doch sehr schlecht, obwohl alle darüber nur positiv berichtet haben. Und im Endeffekt musste ich mir dann ja auch den Kiefer brechen lassen. Da habe ich ja auch ein Video drüber gedreht. Das war die schlimmste Zeit in meinem Leben, würde ich mal behaupten. Ich kann es euch hier oben verlinken oder da oben. Ich weiß gerade nicht, wo das jetzt angezeigt wird. Aber das könnt ihr euch gerne anschauen, warum mir der Kiefer gebrochen wurde und warum ich dann noch 3 weitere Male operiert werden musste. Kommen wir direkt zu Beispiel Nummer 2. Wer kennt es nicht? Man ist in der Schule oder sonst wo und auf einmal sticht dir der Draht hinten in der Wange so richtig in deine Wange rein. Ich hatte das schon so oft, wirklich auch mit der Zahnspange davor. Es ist furchtbar. Man hat das tagelang und muss dann auf einen neuen Termin bei dem Kieferorthopäden warten, ehe das wieder gerichtet wird. Und oh, ich bin da mal fast ausgerastet. Ich muss sagen, ich habe es im Moment auch wieder, dass mir der Draht hier in die Wange sticht. Und das habe ich jetzt auch schon seit 3 Wochen, weil ich hier in Stuttgart, ich bin ja umgezogen, noch keinen Kieferorthopäden habe. Aber ja, das ist immer richtig, richtig doof. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie oft euch das schon passiert ist. Also mir ist es wirklich schon unglaublich oft passiert, dass sich das irgendwie verschiebt oder so. Keine Ahnung. Und dann sticht der Draht einfach in die Wange. Wo wir schon mal beim Thema sind, natürlich ist es auch extrem nervig, wenn das Bracket abfällt und dir dann einfach so da rumhängt und denkst auch so, okay, okay. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so habt, aber wenn irgendwas anders ist an der Zahnspange, dann ist man da auch die ganze Zeit so mit der Zunge dran und man, ich weiß nicht, man denkt nur darüber nach. Keine Ahnung wieso, aber ich hasse das. Und generell, wenn der Draht los ist und so, dann hat man natürlich solche Wunden im Mund und das tut weh. Warum tun Zahnspangen weh? Generell auch immer dieser Druck. Kennt ihr das, wenn man so einen neuen Draht reinbekommen hat oder reinbekommt? Ich weiß ja nicht, ob ihr noch eine Spange habt oder halt mal hattet. Kennt ihr noch diesen Druck, wenn man den neuen Draht reinbekommt? Man kann immer 3 Tage lang gefühlt nur Suppe essen. Und das regt einen auch irgendwie auf. Schreibt mir übrigens gerne auch andere Probleme, die ihr noch kennt, in die Kommentare. Aber ich mache jetzt erstmal weiter. Was ich auch extremst nervig finde und fand, sind diese Gummis, die man sich immer reinhängen muss in den Mund mit einer Zahnspange, damit die Kiefer verstellt werden können. Man kann sich natürlich auch nochmal den Kiefer brechen lassen, was mir jetzt auch vorgeschlagen wurde. Aber ich bin im Moment immer noch verzweifelt am Suchen nach einer anderen Methode, damit ich mir nicht nochmal den Kiefer brechen lassen muss, weil das kann ich einfach nicht nochmal. Bei mir ist es ja schief gegangen, wie gesagt, das Video habe ich euch gerade eben schon verlinkt und ich kann das definitiv nicht nochmal machen. Nein. Was ich auch so unglaublich nervig finde, ist beim Essen. Du sitzt in der Mensa oder mit irgendwelchen Freunden am Essenstisch und die essen alle ganz normal und du hast gefühlt alles in deinen Zahnzwischenräumen hängen und denkst dir, oh, ist da jetzt was und ist da was und ist da noch was? Ich hasse das wirklich so sehr. Und schlimm ist auch, man darf manche Sachen gar nicht essen. Zum Beispiel Kaugummi. Ich darf kein Kaugummi kauen, ich darf keinen Mauerarm essen. Und ich liebe Mauerarm. Und was darf man noch nicht essen? Karamell, genau. Karamell darf man nicht essen. Ja, das ist alles so ein bisschen schade, finde ich. Ich liebe Süßigkeiten. Und teilweise finde ich schon, dass man durch die Spange schlechter sprechen kann. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Vielleicht ist das auch nur bei mir so. Aber ich finde, durch die Spange kann ich schlechter sprechen.
Aber ich bin gespannt, wie das dann ist, wenn ich die Spange rausbekomme. Und das wird sogar bald sein. Und dann werde ich das auf jeden Fall damit vergleichen und werde nochmal ein Video drüber drehen, wie sich das jetzt für mich alles so verändert hat, nachdem die Spange rausgekommen ist. Nach meiner OP, nach der Zahnspange. Und wenn ich sie draußen habe. Was jetzt vielleicht nicht so wichtig ist, aber doch finde ich schon ein Problem ist, dass man seine Lippen nicht richtig zumachen kann. Sonst passt das ja alles so perfekt, aber dadurch, dass die Spange dann davor ist, passt das nicht. Und das finde ich auch echt nervig. Manchen ist es vielleicht egal, manchen ist es nicht egal. Ich wollte noch mal eine Zahnspange, damit ich halt dann wirklich gerade Zähne habe, weil mich das halt damals schon echt belastet hatte. Ich meine, ich hatte nicht allzu schlimme Zähne, aber ich wollte gute Zähne und deshalb habe ich mich dafür nochmal entschieden, eine Zahnspange zu tragen. Manche wollen das ja gar nicht, doch eine Zahnspange so, oh mein Gott, du hast eine Zahnspange. Für mich ist es vollkommen normal, wenn Leute eine Spange haben oder keine Spange haben. Mir ist das eigentlich auch egal, ob die eine Spange haben oder nicht. Ich meine, was sagt das den beiden Menschen aus, wenn er eine Zahnspange hat? Eigentlich nichts, oder? Also, auch wenn ihr eine Zahnspange habt, denkt immer dran, irgendwann habt ihr ein richtig schönes Lächeln und seid wie diese Frau in der Zahnpasta-Werbung und beißt in so einen Apfel rein und denkt euch, ja, es hat sich gelohnt. Hoffe ich mal. Das war's jetzt mit meinen Problemen, die mir eingefallen sind. Schreibt mir, wie gesagt, gerne Probleme, die ihr kennt, auch in die Kommentare, dann können wir uns also ein bisschen austauschen. Vielleicht gibt der eine oder andere ja Tipps, wie man diese Probleme beheben kann, außer halt direkt zum Kieferorthopäden zu gehen. Aber wie gesagt, mich würde das sehr freuen. Gebt gerne auch einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und abonniert kostenlos meinen Kanal. Das würde mich auch wirklich super doll freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und ja, hoffe, dass bei euch die Sonne noch scheint. Ciao!